Na dann, willkommen zurück. Post ist leer. Na denn. Brechen wir auf. Geht's hier wie gewohnt weiter. Die Riesenschlucht. Ja, schalten wir das erstmal frei. Aufbrechen. Jetzt haben wir die Items nicht zurückgepackt. Aber passt schon. Wird schon gehen. Wir schaffen das. Das ist also die Riesenschlucht. Von hier gelangt man zum Berg, der Vorzelt. Laut Simsala befindet sich der Zugang zum Berg, der Vorzelt auf Ebene I13. Dort finden wir Xatu. Ja, das ist jetzt schon E13, also man merkt halt, wie es immer höher wird. Die Berge werden immer höher und die Dungeons immer tiefer und so weiter. Also E18 war das jetzt, also ja, wird wahrscheinlich nicht kurz am Ende, aber ja, kann noch ein bisschen dauern, bis wir das erreichen, aber mal schauen. Vielleicht schaffen wir es in 5 Tagen. Unwahrscheinlich, aber ja gut, der Typ ist halt schon ein bisschen weiter als ich. Mit seinem Team. Dort werden wir Xatu finden. Los, geben wir unser Bestes. Ich weiß, Batterieleistung ist nach. Das ist natürlich Spitzenklasse immer. Also immer, wenn ich aufnehme, funktioniert irgendwas nicht. Entweder ist die Kamera alle oder ist die Konsole alle. Das ist halt bei der Switch ein bisschen suboptimal, weil man kann die Switch nicht aufladen, während man spielt. Das ist halt das Unpraktische daran. Den 3DS konnte man noch während des Spiels aufladen. Das ist ja, farmmäßig hier bei der Switch einfach. Das ist schade, aber so ist es. Man kann nicht alles haben. So, E3 schon. Das läuft doch. Nicht wie in Dungeons davor, wo wir schon auf E2 und E1 Probleme gekriegt haben. Das kriegt er doch hin, Leute. Muss ich euch zu Hilfe eilen, oder? Das Giflor ohne mich besiegt. Scheinbar nicht. Na komm. Komm's, Leute. Modified KP, Knappheit, der Prof. Na komm. So. Komm, Attacke. Sehr gut. Hübsche Box. Verfehlt. Haha. Na komm, Modi, hilf mit. Bist paralysiert, ich weiß, aber. So, kommt mit. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo. Wo seid ihr? Ach so. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo die Treppe ist. Oh wei. So, und weiter. Ich glaube nach unten. Da ist die Treppe, sehr gut. Und weiter. E4. Geht doch. Es geht voran. Langsam, aber es geht voran. Na komm. Panfi. Irgendwie so. Ein Karpelz. Durch Klima besiegt. Sehr gut, da ist die Treppe. Karpelz will sich dem Team beitreten. Jo, kommst damit. Oh. Ein Karpelz und ein. Wie ist das Pokémon? Kramurks. Genau, Kramurks. Ich fliehe. Fliegt ihr Narren. Na komm. Möchtest du weitergehen? Jo. Riesenschlucht E5. Warum die wohl Riesenschlucht heißt. Jo. Und hier lang geht's da weiter, oder? Das ist da ein bisschen. Oh. Noctuster. Ja, genau. Noctuster. Das hätte ich gerne im Team. Das hatte ich, glaube ich, in Pokémon Blau ganz gerne im Team mit dabei gehabt. Das ist kein schlechtes Pokémon. Das kann man wirklich im Team gebrauchen. Tuska, Noctuster, Muska. Ah. Fastbild.
Hier gibt es vor allem viele Pokémon, die ich lange nicht mehr gesehen habe, die halt so vierte Generation sind. Ich glaube, ja, vierte Generation. Ich muss mal wieder die vierte Generation spielen. Pokémon Diamant oder Pokémon Platin. Mein Let's Play ist jetzt erstmal nicht dran, weil Pokémon Mystery Dungeon Ratte den DX und Pokémon Schwert und Schild gerade laufen. Danach brauche ich erstmal eine Pokémon-Pause. Ja, und Pokémon Y wird auch irgendwann, Pokémon Y Let's Play Again, muss auch irgendwann weiterlaufen. Also, ja. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr noch ein Pokémon vierte Generation Remake. Wir hoffen ja alle darauf. Unwahrscheinlich ist es, aber nicht unmöglich. Und wir hoffen alle auf ein Pokémon Diamant und Pearl Remake. Das wäre jetzt nicht, jetzt wirklich nicht übel. Und würden einige von uns Pokémon-Fans sehr begrüßen. Na komm, zack, Noctus kann besiegen. Das war ja sowieso hier das Kramux, das war sowieso das, oh Mann, Mini-Belieber-Samen, sehr gut. Das war ja sowieso das coolste Pokémon Kramux der vierten Generation und das coolste Undicht-Pokémon Flug, bevor es Kramor gab. Also das ist, Kramor hat Kramux irgendwie abgelöst. Das ist irgendwie, ja, schade für Kramux, aber aus der Pokémon 8. Generation, aus Galar, Kramor. Heißt glaube ich so, oder? Erinnere ich mich da. Autsch. Schnell fliehen. Nicht fliehen, einen Dungeon weitergehen. Zu E7. Na komm. Das kriegen wir doch gerockt heute. So. Das noch nicht die Leiter, die Treppe, die Tür. Ja, ich mache das mittlerweile aus Absicht. Mit Versehen. Na komm, Leute. Molly, überlebe. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viele Belebersamen dabei. Noctuska verfehlt. Verdammt. Das darf nicht passieren. Sehr gut. Ich lebe noch. Oh, Noctuska will sich anfreunden. Sehr gut, das müssen wir durchbringen. Das brauchen wir im Team. Du hast noch kein Camp, in dem sich Noctuska niederlassen kann. Oh, schade. Schade, Marmelade. Und was bist du? Das ist auf jeden Fall die Treppe. Nein! Ich bin tot. Kein Belebersamen mehr. Ich gebe auf dieser Mission mein Bestes. Gut, vielleicht kommen wir ja noch auf der, bevor wir an den Gipfel kommen, an eine andere Ebene, wo man nochmal seine Pokémon wiederholen kann. Das gab es ja beim Donnerberg, dass man da seine Kameraden wiederholen kann. Müssen wir halt irgendwie überleben. Bis dahin. Los, Prof, überlebe. Weil Modi muss überleben. Für Prof sieht es gerade nicht so gut aus. Oh nein. Wird knifflig. Na komm, Modi, überlebe. Ich spiele dich ja. Das wirst schon schaffen. Auf E13 soll es irgendwie eine Zwischensache geben. So hieß es. Bis dahin müssen wir es erstmal schaffen. Gut, dass nur der gerade vom Spieler gespielt wird, Hunger bekommen kann. So gehen wir bestimmt. Gehen wir zumindest mit dem Modi jetzt vorbereitet rein, dass der nicht komplett hungrig ist, wenn er von mir eingewechselt wird. Sehr gut. Nicht so gut. So, weiter geht's. Okay. Dass die Switch aufgeladen. Ja. Alles wie gewohnt bei mir. Gibt es bei mir nun mal manchmal solche Probleme. So, E10. Wäre ja mal zu schön, wenn die Switch und die Kamera
komplett geladen und intakt wären, wenn ich meinen Part beginne. Das habe ich seltsamerweise noch nie geschafft. Na doch, ein paar Mal ist es schon passiert. Noch nie ist ein bisschen übertrieben, aber ist schon eine Seltenheit. Seid ja schon gewohnt, den Kummer. In Windfalle. Ah, schön. Einmal quer durch den Raum. Ja, schön. Na komm, da ist die Treppe. Modi muss es nur überleben. Wir sind gleich da. Weitergehen. E13 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Mein Geld. Auwei. Jo. Sehr gut. Flieg du da. Sehr gut. Besiegt. Na komm. Okay, hier ist die Treppe noch nicht. Na komm. Sind nur noch zwei Etagen. Bis zum Ausstieg. Ariados, sehr gut. Kann ich gebrauchen. Ich nehme so viele Mitglieder wie möglich mit. Und Dämon, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. Auch in einem Kampf wäre das nicht übel. Der wahrscheinlich nicht kommt jetzt, aber... Jod. Ich brauche Teammitgliedersatz. Für Zwergi und für Prof. Jo, so sieht's aus. Modi, du musst jetzt überleben. Ganz unbedingt. Du bist der einzige Überlebende. Die anderen sind nur hier Angehörte, die Mitglieder. Das bringt mir nichts, wenn die überleben. Die können gerne sterben. Jo, die kann ich gerne opfern. Wenn es denn sein muss. Wäre zwar schade, wenn ich dich mitnehmen könnte, aber gut. Da sind wir auf der Zwischenebene. Und da ist Zwergi wieder da. Also ich. Da wären wir. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Ach, schon zu Ende. Das ist also der Berg der Vorzeit. Schau mal, dort drüben. Ah, Xatu. Jutentag. Zwergi, das ist Xatu. Entschuldigung, bist du vielleicht... Entschuldigung, bist du vielleicht Xatu? Hallo? Vielleicht kann er uns gar nicht hören. Hallo? Hallo? Es ist zwecklos. Ich glaube, der ist taubstumm. Er reagiert einfach nicht. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt? Angreifen, bist du bekloppt? Ich soll ihn kitzeln. Okay, von mir aus, ich versuch's. Kill, kill, kill. Kitze, 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 kitze. Kitze, 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 kitze. Das nimmt irgendwie, ja, es nimmt komische Ausmaße an. Es hat keinen Sinn, Zwergi. Er reagiert überhaupt nicht. Hihihi. 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 Es hat funktioniert. Er lacht. Vielleicht ist er einfach etwas langsam.
Die Sonne, sie versinkt am Horizont. Fürwahr, mein Name ist Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ich sehe Außergewöhnliches in euch. Identität erkannt, das ist vielleicht etwas übertrieben. Keineswegs. Ich weiß es genau. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Was? Woran hast du das erkannt? Ich bringe die Tage damit zu, den Stand der Sonne zu verfolgen. Deshalb habe ich die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Dann musst du uns verraten, was du weißt, Xatu. Das hier ist mein guter Freund Zwergi. Er ist eines Morgens aufgewacht und war ein Pokémon. Ohne Erinnerung daran, wie es war, ein Mensch zu sein. Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Du weißt doch etwas. Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie geschehen, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Deine Verwandlung in ein Pokémon, sie hängt untrennbar mit dem Ungleichgewicht zusammen. Dass Zwergi zu einem Pokémon wurde, hängt mit den Naturkatastrophen zusammen. Was? Wie meinst du das? Was hat Zwergi mit den Naturkatastrophen zu tun? Was jetzt? Rede schon! Wieso bist du auf einmal so schweigsam? Komm schon, erklär es uns. Ich fürchte, es gibt Dringenderes. Das Gleichgewicht der Welt. Es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt in Heim suchen. Was sagst du da? Etwas Undenkbares wird die Welt heimsuchen? Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Diese Xatu? Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Wer hätte das gedacht? Dieser Zwerg ist also ein Mensch. Interessant, interessant. Modev hat das Abenteuer im Dungeon Riesenschlucht erfolgreich abgeschlossen. Regenbogengummi. Du hast die Items an Kangama-Lager geschickt. Es gibt keinen Camp, in dem sich dein Begleiter Karpilz niederlassen könnte. Als Dank dafür, für das spannende Abenteuer, hältst du aber 485 Pokédollar. Poke. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Noctuska niederlassen könnte. Das ist wirklich tragisch. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 400 Pokédollar. Poke. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Ariados niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du 195 Pokémon. Dollar. Poke. Am nächsten Morgen konnte man keins von den Mitstreitern mitnehmen. Traurig. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, also müsste noch ein bisschen Zeit sein. Können wir auch ein bisschen was Kleines machen. Nichts Großes, aber noch was Kleines. Ich muss dich was fragen. Was hältst du von dem, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet dir das Sorgen? Schon irgendwie? Dachte ich mir doch, das Gleichgewicht der Welt ist gestört. Und soll was damit zu tun haben, dass du zu einem Pokémon wurdest? Außerdem ist dieses Ungleichgewicht für eine Naturkatastrophe verantwortlich. Und das Schlimmste daran ist, die Welt soll zerstört werden, wenn das Gleichgewicht nicht mehr hergestellt wird. Ich möchte helfen, aber eine Sache verstehe ich nicht. Dieses Gleichgewicht der Welt, was genau ist das? Weißt du vielleicht, was das bedeutet, Zwergi?
Na klar, easy. Was echt? Du weißt das, Zwei? Bitte erklär's mir. Was ist das Gleichgewicht der Welt? Man findet es im Weltall. Dort oben. Im Weltall? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses Weltall? Jetzt bin ich irgendwie noch verwirrter. Wo im Weltall soll sich das denn, das Gleichgewicht denn befinden? Geh hin und sieh nach. Was? Ich soll ins Weltall gehen? Wie soll denn das funktionieren? Was? Ich kann doch gar nicht fliegen. Flap, flap. Naja, ins Weltall kann er auch nicht fliegen. So heftig ist der Pelipan nicht. Hey, Pelipa! Du kommst gerade richtig. Wir wollten fragen, ob du ins Weltall bringen könntest. Ins Weltall? Kommt gar nicht in Frage. Auf gar keinen Fall, das ist unmöglich. Du lügst mich einfach an, du. Mit dir mach ich nie wieder was. Das ist doof. Also ist es tatsächlich nicht möglich, dann ist es wohl wirklich nicht möglich. Hey, sag mal, was sollte das denn? Du bist ein Flächenspaßvogel. Denk doch nächstes Mal nach, bevor du solche Witze machst. Niemals. Das heißt, dann aber du weißt auch nichts darüber, Zwergi. Ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Gleichgewicht der Welt gemeint ist. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich denke, wir müssen einfach tun, was wir können. Eines nach dem anderen. Ja, ganz genau, eines nach dem anderen. Wir müssen einfach tun, was wir können. Rettungsaufträge annehmen und weitermachen. Nach der Post sehen. Der Briefkasten ist näher. Nix da. Oh. Da passiert was, da geht was vor sich. Worüber reden die? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das wäre ja kaum zu glauben. Hey, worüber redet ihr? Ihr kennt doch die Legende von Voluna. Na, ihr wisst schon, die alte Geschichte. Die Legende von Voluna? Was für eine Legende ist das? Was? Ihr kennt sie nicht? Dieses alte Märchen. Dass man verflucht wird, wenn man einen von Volunas Schweifen berührt. Alle dachten, dass es nur eine Legende sei. Aber in letzter Zeit wird gemunkelt, dass da doch was Wahres drin sein könnte. Naja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde nicht viel darauf geben. Von Gerüchten halte ich persönlich nicht viel. Wenn ihr mehr über die Legende von Voluna erfahren wollt, dann solltet ihr einen Pokémon namens Velsaur fragen. Er kennt die Geschichte gut. Ihr findet ihn da drüben, in seinem Teich. Besucht ihn dort doch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Okay, na dann. Darf ich kurz mal hier noch das Geld abgeben? Wir haben wieder ordentlich was gesammelt. Zack, 4000 auf dem Konto. Hervorragend. So, Velsaur, du hast uns was zu erzählen. Oh, Raupi und Safkon. Ihr hier. Velsaur hat uns alte Geschichten erzählt. Das war toll. Ich liebe Velsaurs Geschichten. Er weiß so viel. Na dann, lassen wir sie uns auch erzählen. Ho, ho, ho. Ich soll euch von alten Legenden erzählen. Oh, wie war das?
Ihr wollt die Legende von Bologna hören? Ho, ho, ho. Also gut. Es lebt da in sein Pokémon, das den Namen Bologna trug. Bologna hatte 9 Schweife, denen immer natürlich Kräfte innewohnten. Es hieß, dass der Unglückliche, der eines davon berühren sollte, für 1000 Jahre verflucht würde. Dennoch war jemand töricht genug, einen der Schweife zu packen. Dieser jemand war auch noch ein Mensch. Ein Mensch? So, ein Mensch. Wie vorhergesagt, sollte dieser Mensch einen 1000-jährigen Fluch treffen. Aber in diesem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da stürzte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hatte Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Verstehe. Aber es gibt doch auch schlechte Menschen, oder? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir wandte Bologna sich an den Menschen. Möchtest du Gardevoir retten? Fragte er. Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Bolognas Enttäuschung war so groß, dass er furchtbar wütend wurde. Und er sagte folgendes voraus. Eines Tages wird dieser Mensch als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch als Pokémon? Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Welt aus dem Gleichgewicht geraten. So endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? So. Ihr findet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen. Was? Ho, ho, ho. Jetzt schaut doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass die Legenden wahr seien, aber das Ganze ist doch wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Geschichte noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Ho, ho. Gut, haben wir hier mal die Geschichte gehört, die Legende, die vielleicht noch wahr werden wird. Wer weiß. Du, hör mal, Zwergi. Sollen wir für heute Feierabend machen? Irgendwie ist mir das gerade alles zu viel. Ja, das wäre eine gute Idee. Tut mir leid, dass ich nach Hause will, bevor wir überhaupt aufgebrochen sind. Aber ich fühle mich gar nicht motiviert. Vielleicht liegt es an dieser Legende. Ich mache Feierabend und lege mich schlafen. Bis morgen dann. Zwergi, es tut mir leid. Ich habe kurz an dich gezweifelt. Aber ich habe nachgedacht und bin zu einem Entschluss gekommen. Ich glaube an dich, Zwergi. Weil wir Freunde sind. Du bist mir wichtig. So einen guten Freund wie dich hatte ich noch nie. Also gut, Zwergi, morgen geben wir wieder alles. Was? Wie? Wo? Schon wieder? Das ist wieder dieser Traum. Immer dieselbe Silhouette. Wer kann das denn sein? Oh, es sagt etwas. Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber es ist besser zu hören als beim letzten Mal. Ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich
Ich bin Guardavar. Guardavar? Ich bin so froh, endlich. Endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich? Was weißt du über mich? Ich bin dein... Nein, warte. Bleib noch. Ich möchte doch so unbedingt mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Was für ein merkwürdiger Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon in mir im Traum erscheint. Genau, Guardavar. Es war ein Guardavar. Da fällt mir ein, was Welser uns gestern erzählt hat. So ein Mensch. Wie vorher gesagt, sollte diesen Menschen ein tausendstelliger Fluch treffen. In diesem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihn ein Pokémon namens Guardavar. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Guardavar den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Guardavars Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande herrschen. Vielleicht war ich ja Guardavars Partner. Vielleicht habe ich damals Guardavar im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt.